sind sie auch so ein Ort. Früher durch den heiligen Franziskus, der vor 800 Jahren rund gelebt hat und eine große Figur im Katholizismus ist und der für eigentlich Völkerverständigung steht. Also der hat das praktiziert, was wir heute als Völkerverständigung bezeichnen oder interreligiösen Dialog, weil er schon damals auch gegangen ist, um mit den Muslimen zu sprechen und vor allen Dingen immer wieder seinen Jüngern, nicht Jüngern, sondern mitfolgenden Mitbrüdern gesagt hat, noch wichtiger als zu predigen oder Gott zu verkünden durch das Wort, ist eigentlich immer wieder die Aktion und das Leben selbst. Also, dass wir überzeugen durch das, was wir sind und was wir ausstrahlen. Und ich glaube, das ist das, was den Geist von Assisi ausmacht und warum vor 25 Jahren war es erstmals genau das als Ort gewählt wurde von damals Papst Johannes Paul II. Auch nicht jeder weiß vielleicht, dass der Katholizismus rund 1 Milliarde Angehörige hat, also zumindest zahlenmäßig, ja, wie ganz genau jeder das befolgt, ist immer eine andere Frage, aber er hat dazu eingeladen, als Religionsoberhaupt einerseits, aber natürlich auch als Staatsoberhaupt vom Vatikan, die verschiedenen Vertreter und Führer von allen Hauptreligionen zusammenzukommen, nach Assisi zu kommen, um dort miteinander zu sein und miteinander Dialog zu führen, von Herz zu Herz, kann man sagen. Das war ein ganz großes Zeichen damals, vor 25 Jahren, was viele Menschen bewegt hat, Tausende von Menschen, und was so ein richtig großes Zeichen